So, Freunde, ich denke, es ist wieder mal an der Zeit, einen kleinen Kochkurs. einen Kochkurs an euch zu geben. Blödsinn. So, was gibt es denn heute Gutes? Ich habe da jetzt zum Beispiel Kartoffeln, ganz kurz, ganz klein geschnitten. Zwiebeln, Knoblauch, einmal gerösten, zum Rösten, ja. So, was wird denn das? Das wird eine Eigensuppe. Eine ungarische Eigensuppe, würde ich sagen. So, weil einige haben schon gesagt, dann kochst du wieder mal. Gut, da bin ich. Dann gibt es geschnittene Zucchini, die kann man jetzt schon reingeben. Die werden da dazugegeben. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Hier mit einer Hand ist ein bisschen geschissen. Aber ist ja wurscht. So. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Ich sage euch eins. Ich fühle mich sehr wohl da in Ungarn, muss ich wirklich sagen. Also, ja, schauen wir mal, wie lange ich da bleibe. Termin habe ich eigentlich einen fix zugesagten Termin bei einer Geburtstagsfeier in Neusiedl am See. Am 8. glaube ich, am 8. April oder so irgendwie. Weiß ich nicht genau, wie ich. So, dann habe ich jetzt natürlich da unten bei den Auswanderer von Deutschland und Schweiz und Österreicher. Da, die treffen sich da immer wieder, habt ihr schon gesehen wahrscheinlich. Und ja, am Donnerstag gibt es da wieder das. Gut. So, jetzt konzentriere ich mich auf das Essen da. So, dann haben wir da Wasser, ist klar. Dann haben wir da drinnen Schnittlauch und Petersilie, dann Majoran, dann neuestes ist mein Himalaya-Salz, Pfeffer natürlich, frisch gerieben und dann kommt Sauerkraut dazu. Okay? So, wie machen wir das jetzt? Lassen wir das noch ein bisschen anbratschen da, die Zucchini. Ja, das wird super, das sogar da, das wird super. Mit Sauerkraut, dann eine Suppe. Ja. So. Gut, ich denke, das ist schon ganz gut. Dann schieben wir das Angemachte da rein. La-da-da-da, la-da-da-da, la-da-da-da. Ja. Sehr gut. So, wunderbar, das lassen wir jetzt kochen. Ja, super, super Sache, das sage ich da. Mit einer super Sache. Ja. Super Sache, zack, zack. Und jetzt gleich das Sauerkraut. Sauerkraut, ja, mit einer Hand ist geschissen. Wie gesagt, aber wurscht. Schauen wir mal, was wir rausbringen. Mit einer Hand. Okay. Horuck. Horuck. Jetzt geben wir da einmal da rein. Das andere muss ein bisschen zuerst aufkochen. Denke ich halt einmal. Mei, das ist eine Bauzerei. Kann ich schon wieder putzen heute. Na, also. Ein bisschen einfacher könnt ihr es schon machen. Dampe. Okay, passt. Ein bisschen. Wo bin ich da jetzt wieder? Ich stehe jetzt wieder da am Platz, da in Kesseli, beim Kristall Hotel, wo ich ja da eine Internetverbindung bekommen habe. Ich stelle mich jetzt inzwischen wieder her, bevor ich wieder morgen dann, oder übermorgen, weiß ich nicht genau, je nachdem, was ich halt will, wieder unterwegs sein werde. Richtung dieser Pizzeria, wo es dann am Donnerstag wieder ein Treffen gibt. So, gut. Das lassen wir ein bisschen aufkochen. Dann kommt, wie gesagt, das Sauerkraut rein, das Natursauerkraut. So, Bingo. Müssen wir aber das zuerst ein bisschen aufkochen. Lassen so sicher das. Und ja, Freunde, ich hoffe, es geht euch alle gut. Ich habe schon ein paar Anfragen gekriegt, du erzähl mir ein bisschen mehr in Bezug auf Ungarn und dieses und jenes. Ja, muss ich euch sagen, wunderbar alles. Und ja, drüben ist das Hotel Kesseli.
und so weiter und so fort. Und ja, das wäre es eigentlich. Ich tue, wenn ich es tue, und wenn ich koche, dann koche ich, und dann koche ich das, was ich koche, und dann ist es so, was halt dabei rauskommt. Gell? So, ich denke, da kann ich jetzt das Sauerkraut schon reingeben. Dingo. Und in diesem Sinne, Mahlzeit. Hubert.